ich war auf dem Weg zur Arbeit und konnte natürlich auf dem Weg dahin schon sehen, dass man manche Stellen gar nicht mehr passieren kann, manche Unterführungen unter Wasser standen. Und als ich dann hier zur Kreuzung kam, sah es eben genauso aus, wie man hier auf dem Bild auch sehen kann. Also als Fußgänger wäre es fast gar nicht möglich gewesen und auch die Autos hatten hier schon echt Schwierigkeiten. Als das Starkregenereignis 2016 stattgefunden hat, haben wir gemerkt, dass wir nach Lösungen suchen müssen. Und da ich als Stadtkoordinator auch bei der Zukunftsinitiative tätig war, wusste ich, dass wir da in diese Richtung forschen müssen, dass wir Retentionsräume und Versickerungsanlagen bauen müssen. Und dann schaut man, wo sind geeignete Areale vorhanden. Und bei uns war es direkt hier vor der Haustür eine Wiesenfläche, die noch direkt an dieser Kreuzung lag, die überflutet war. Und da war eins und eins dann schnell zusammengezählt. Uns war zu Beginn des Projektes nicht klar, ob diese Fläche dafür geeignet ist, weil sie sehr klein ist und ob es überhaupt von der Tiefe her ausreichend ist, dass wir genug Volumen schaffen für diese Fläche dann. Ja, für Sie mag das aussehen wie eine Grasmulde nur, aber tatsächlich ist es ein technisches Bauwerk zur Verhinderung von Überflutungen auf der Kreuzung. Wir sammeln von der unterirdischen Kanalisation das komplette Wasser und leiten es hier ein und speichern es zwischen, sodass die Kreuzung wirklich frei bleibt. Das war auch eine Vorgabe der Bezirksregierung, dass wir ein 20-jähriges Starkregenereignis hier aufnehmen können. Das sind ungefähr so um die 300 Kubikmeter, die hier Platz haben und die dann auch letztendlich versickern können. Hättest du Bedenken, im nächsten Starkregen über diese Kreuzungen nochmal zu fahren? Ich denke, ich hätte wesentlich weniger Bedenken als damals.